Alexander Bommes, so lief sei nach langer Pause ab. Vor knapp 5 Wochen konnten Zuschauer innen aufatmen, auf Anfrage von Sportbild erklärte die ARD. Dass Alexander Bommes, 47, bald wieder bei der Sportschau zu sehen sein werde. Zuvor musste der beliebte Moderator gesundheitsbedingt erst die Fußball-WM in Katar im Dezember 2022 absagen und dann seine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Die Sorge wuchs, um welche gesundheitlichen Beschwerden es sich handelt, ist weiterhin nicht bekannt. Auch am Samstag, 18. März, als Bommes sein TV-Comeback in der Sportschau im Ersten feierte, kommentiere er seine monatelange Zwangspause nicht, moderierte aber wie gewohnt souverän. Zuvor gab er gegenüber Bild lediglich als Grund einer Reihe von Infekten an. Nach seiner Handball-WM-Absage ließ Alexander Bommes über die ARD mitteilen, nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, will ich die weitere Genesung abschließen. Nun ist der gefragt, gejagt Moderator zurück im TV, in seiner gewohnt alten Form. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Bild, ARD Sportschau. Nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.